Deine Zähne sind nach der professionellen Zahnreinigung empfindlich und du kannst nichts Kaltes mehr essen oder trinken, dann sollten bei dir alle Alarmglocken angehen, denn das ist nicht normal. Seien wir mal ehrlich, eine professionelle Zahnreinigung ist keine Wellnessbehandlung. Es ist keine kosmetische Behandlung, es ist eine medizinische Behandlung. Und es ist normal, dass auch bei gesunden Zähnen und bei gesundem Zahnfleisch das Zahnfleisch hinterher vielleicht mal 1 bis 2 Tage etwas empfindlich ist, weil daran gearbeitet wurde sozusagen. Das ist normal. Aber wenn es längere Zeit empfindlich ist oder sogar die Zähne empfindlich sind und du vielleicht nicht mal mehr was Kaltes hinterher essen oder trinken kannst, dann ist das nicht normal. Und damit meine ich nicht, dass deine Prophylaxehelferin irgendetwas falsch gemacht hat oder zu brutal war, sondern damit meine ich, dass der Zustand deiner Zähne und deines Zahnfleisches nicht in Ordnung ist und auch schon vor der professionellen Zahnreinigung nicht in Ordnung war. Denn gesunde Zähne und gesundes Zahnfleisch sind hinterher nicht empfindlich, beziehungsweise beim Zahnfleisch eben nicht so lange, maximal 1 bis 2 Tage. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie deine Erfahrungen nach der professionellen Zahnreinigung sind.